Ja, hallo, hier ist euer DK Dragon LP wieder mal und ich beginne auch. Mache jetzt dann gleich weiter mit der Bebauung von Puckenhausen. Ich habe jetzt gerade eben noch ein bisschen Download-Content eingebaut, besser gesagt aus der offiziellen Die Sims 3 Zeitschrift habe ich ein paar Gebäude installiert und Gebäude noch und ein paar Gegenstände eingebaut und jetzt haben wir natürlich wieder einen super schönen Ladebildschirm. Und der Spieletipp in diesem Ladebildschirm: Jump's Left Sims ist ein beschauliches Städtchen, das vor allem Fotografen, Kunstliebhaber und Nektarkenner anlockt. Ja, schöner Ladebildschirm. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder mal in Puckenhausen. Menü. Stadt bearbeiten. Okay. Okay, das mache ich später mal im Speedbuilding. Mache ich das richtig Grundstücke hier dann noch umändere, aber als erstes mache ich hier mal den Strand fertig. Wenn ich es finden, wo ist jetzt das Strandhaus? Nein. Leere Häuser anzeigen, da sind wir da. Hierhin. Ja, dieses Häuschen brauche ich jetzt auf den ganzen Strand. Auf den ganzen Strand. Jetzt bearbeite mal schneller. Wäre echt nett, wenn du mal schneller bearbeiten würdest. Ja. Das drehe ich mal so hin. Oder? Das ist die Straße, oder? Ja, das ist ja ein Annehmen. Ich
das passt auch annehmen. Nein, bauen wir nicht. Hoppi, platzieren hier hin. I love LA. So hin. Steig ich noch eins hin. Strandhäuser sind mal fertig. Oder? Mal schauen.
bauen, kaufen. Ja, da. Bei dem Großstadtgebäude, ja. Warum geht das jetzt nicht? Zu fix. Mist. Dann lasse ich das Grundstück jetzt mal fürs erste gegen die Stadtbearbeitung. Naja. Und jetzt vielleicht noch mit dem Speed Building beginnen für das Haus des Zanders, und zwar bald das hier bauen und kaufen, und das Speedbuilding beginnt mit der nächsten Folge. Ich nehme es jetzt am Stück auf, aber wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ich bauen könnte oder soll, oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal Vorschläge für Sims in die Kommentare schreiben. Ja, ich werde sie dann genau nach euren Vorstellungen und euren Ideen ins Spiel einfügen, die Sims. Ja, und das Speedbuilding werde ich jetzt beginnen.